Am nächsten Tag müssen Stefan Sendera und Nadja Stern eine widerliche und demütigende Straftat aufklären. So, dann kommen Sie mal mit raus. Geht das? Dürfen Sie einmal vor, wir gehen schon mal in die Wache. Wir gehen schon mal vor, ja? Ja, danke. Die Kollegin führt hier gerade die Frau Tada mit rein in die Wache. Und wir haben sie gebeten, mit uns hierher zu kommen, weil wir sie noch mal genau vernehmen wollen, was passiert. Ihre Kollegin hat im Büro die Polizei gerufen, weil sie an dem Schreibtisch von der Frau Tada diese Tastatur wahrgenommen hat. Jetzt kann man denken, was ist das? Das ist keine Mehlspitze, sondern da hat tatsächlich drauf jemand onaniert. Darauf die Frau Tada in einem hier gefakten Bild. Wir werden das jetzt erstmal auf Körperverletzungen prüfen, also wenn man Ekel und Widerwillen da erfährt. Aber was da im Einzelnen mit auf sich hat und wem sie überhaupt diese Tat zutraut, das erfahren wir hoffentlich jetzt hier auf der Wache. Mir einfach mal kurz erzählen, wie Sie alles wahrgenommen haben, wie der Ablauf war, damit ich mir das mal so ein bisschen mitschreiben kann. Mhm. Also ich hatte Mittagspause und war in der Kantine was essen. Okay. Und als ich zurückgekommen bin, ich hatte mein Portemonnaie im Büro vergessen. Als ich zurückgekommen bin, habe ich dann auf einmal gesehen, dass jemand auf meine Tastatur onaniert hat. Das haben Sie direkt erkannt? Das habe ich direkt erkannt. Das und war nicht, ja. Okay, haben Sie, wir haben auch noch ein Foto gesehen. Wo lag denn das? Da, so wie wir es vor Ort auch vorgefunden haben? Genau so. Ich habe nichts berührt. Ich war total okay, das ist schon mal sehr gut, einfach auch für die Spuren, ne? Wenn da irgendjemand was, also Ihre Fingerabdrücke wären drauf sein, Ihre DNA. Hat sonst jemand noch Zugriff auf Ihren Rechner, auf Ihre Tastatur? Oder sind Sie da alleine? Ist halt offen, ne? Mhm. Also es ist nichts Abgeschlossenes. Okay. Könnte jeder meiner Arbeitskollegen gewesen sein. Okay. Ich frage jetzt auch einfach mal so direkt, haben Sie denn in irgendeiner Form einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte? Wer Ihnen vielleicht auf Arbeit, weil es halt einfach da passiert ist, schon mal sich komisch verhalten hat oder irgendwas, was mal passiert ist, wo Sie sagen, das könnte passen? Also wir haben halt wirklich ein großes Ding mit sexueller Belästigung und Nötigung. Ja, es ist halt so, ich bin, abgesehen von der Sekretärin, die einzige weibliche Mitarbeiterin. Und die Männer, die lassen halt wirklich viele Sprüche fallen. Die auch unter der Gürtellinie sind? Definitiv unter der Gürtellinie. Okay. Und haben Sie das auch schon mal zum Ausdruck gebracht, dass Ihnen das so nicht ganz zusagt? Also es ist halt so, wir haben keinen Betriebsrat. Ich habe es aber mal in einem Team-Meeting angesprochen und habe da wirklich auch mal auf den Tisch gehauen und habe gesagt, das geht nicht. Also entweder die lassen es sein oder ich bin weg. Seit da an wurde es eigentlich auch besser. Deswegen ja. Hat sich da jemand besonders hervorgetan, der da Äußerungen getätigt hat? Naja, mein Chef. Ihr Chef selber? Ja, der ist generell immer so. Der Einzige, der nicht auffällig war, was sehr verwunderlich ist, weil er mir immer am komischsten vorkommt, ist der Sohn vom Chef. Er hatte halt mal gesagt, dass, weiß ich nicht, ich sollte mich denn mal etwas sexier anziehen, vielleicht mit einem kurzen Rock, anstatt jetzt hier mit meinem, ja, mit meiner Anzugshose und sowas halt in die Richtung. Mhm. Vielleicht würde ich einfach gerne mal mit dem Chef sprechen. Können Sie mir den Namen von Ihrem Chefmann sagen? Gerd Remmer. Remmer? Mhm. Als der Chef in Begleitung seines Sohnes wenig später auf der Wache erscheint, wird Nadja Stern schnell klar, dass die Anschuldigungen gegen den 54-Jährigen sehr glaubhaft sind. Das war doch die Kerstin. Guten Tag, wie kann man Ihnen helfen? Herr Remmer, mein Name. Sie hatten mich einbestellt. Das ist mein Sohn Jonas. Ach so, ja, stimmt, richtig. Wollen Sie gleich einmal zu mir ins Büro? Ja, dann okay. Können wir. Die Polizistin bin auch immer hübsch. Die man privat die Handschellen anlegt. Das möchten Sie lieber nicht. Ach, nur ein Spruch, Entschuldigung. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Wer sind Sie denn? Hab gehört, Gerd Sie sind Remmer ist mein Sprüche Name. Klopfen. Das ist mein Sohn Jonas. Der soll mir das Unternehmen übernehmen. Und der soll einfach mal gucken, womit sich ein Geschäftsführer so rumschlagen muss. Deswegen habe ich ihn direkt mal mitgebracht. Ah, zur Polizei. Na gut. Ja. Also pass auf, der Grund, wieso ich den Herrn oder auch gleich für Sie, wieso wir Sie hierher bestellt haben. Ihre Mitarbeiterin haben Sie ja eben schon gesehen. Die ist hier und es gab heute einen Vorfall bei Ihnen im Betrieb. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Da wurde auf eine Tastatur. Keine Ahnung. Haben Sie nichts von gehört? Was ist los? Was ist passiert? Haben Sie den Betrieb nicht so unter Kontrolle?
Polizeiwart bei Ihnen, also ich und meine Kollegin. Ja, nee, heute habe ich die Spätschicht. Okay, die Frau Müller hat die Polizei informiert, weil ihre Kollegin, die Frau Taden, die ist jetzt auch mit uns zur Wache gefahren, weil auf ihre Tastatur onaniert wurde. Wir gehen davon aus, dass es womöglicherweise ein Kollege war, der halt in einem Anfall von Geilheit oder Nicht-Zurückhaltung, nicht an sich halten konnte, zumal es da schon vorher Drohungen gab, also per... Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand aus dem Betrieb war. Also die Kerstin hat auch irgendwann im Meeting hat die mal auf den Tisch gehauen, weil die Jungs, klar, das sind nicht große Jungs, die klopfen einfach mal ein paar schöne Sprüche und hat sie dann wirklich mal gesagt, dass sie sich das verbittet. Und seitdem passiert das auch nicht mehr. Ne? Also und mein Sohn Jonas hier ist das beste Beispiel eigentlich dazu. Und das genau deswegen, dass sie das angesprochen hat, dass sie da nicht so begeistert waren und sich gedacht haben, lasse ich mir mal was ganz Lustiges einfallen, was vielleicht gar nicht so lustig ist. Wollen Sie unterstellen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich frage ja, also Ihre Mitarbeiterin hat uns gegenüber geäußert, dass Sie des Öfteren mal so einen Spruch auf der Zunge haben. Also wissen Sie, das ist so in der Softwareentwicklung, da haben Sie halt große Jungs, meine Leute, die sind da manchmal sehr locker an der ganzen Geschichte. Aber mein Gott, nee, man muss immer von mir gucken, nicht. Man muss, mein lieber Herr, man muss mal gucken, wo die Grenzen sind. Ne? Also, ja, man darf mal gar nichts mehr. Nee, das ist halt Spaß. Nee, hören Sie auf. Entschuldigung, ich bin so glücklich verheiratet. Ja, so Sprüche sind aus dem 19. Lassen Sie doch mal den Kollegen aussprechen. Verstehe ich, wir müssen auch jetzt gar nicht darüber diskutieren. Nur wenn Sie Chef sind, müssen Sie auch klare Linien setzen, ne? Wo Sexismus beginnt, ne? Und ein normales Arbeitsverhältnis zwischen Mann und Frau. Ne? Da geht es um viel Respekt. Und ich weiß nicht, was Ihr Sohn lernt. Haben Sie vorher in der Politik gearbeitet? Schreiben Sie alles mit, was Ihr Vater hier macht? Oder was soll er die ganze Zeit mit dem Tablet? Entschuldigung. Was machen Sie denn da? Nichts. Können Sie mir vielleicht sagen, wo die Toilette ist? Hier im Flur. Wenn Sie das Ganze nicht interessiert, hätten Sie auch direkt im Flur warten können. Ich gehe mal auf Toilette. Ja. Gehen Sie mit Ihrem Tablet. Okay. Verdammt. Vielen Dank. Ja. Der passt so. Ja ganz toll auf. Ja, also, ich weiß nicht, wie sowas sein kann, wie sowas vorkommen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner von uns war. Mach du mal auf. Da kommen noch andere in Frage, Mensch. Ja, ist ja gut. Sammeln Sie sich. Hast noch. Du noch jemanden hergestellt? Nee. Unglaublich. Hallo? Das möchte ich loswerden. Ich möchte mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ich habe gehört, dass dieser Scheißkerl einfach weitermacht und andere Frauen belästigt. Das geht so nicht. Er hat mir versprochen, es nie wieder zu tun und jetzt macht er anscheinend immer weiter. Also erstens, mein Name ist Sendera, wer sind Sie? Guten Tag. Also Sie geben mir jetzt hier Geld in die Hand. Ich bin Corinna Weber, ich bin gerade total aufgeregt. Frau Weber, ja. Was ist das denn für Geld? Das Geld hat mein Chef mir zugesteckt. Wer ist denn Ihr Chef? Mein Chef ist der Herr Gerd Remmer. Ach, hat sie meine Kollegin oder so jemand hier einen bestellt? Oder, nein, oder? Aber mir wurde mitgeteilt, dass die neue Angestellte dasselbe erleiden musste wie ich. Jetzt bin ich baff. Was musste sie denn erleiden? Sprich, was mussten Sie in der Vergangenheit erleiden? Der gute Herr hat mir an meinen Hintern gefasst. Der hat Sie an den Hintern gefasst? Ja. Okay. Und ich wollte das melden und stattdessen habe ich dieses Geld von ihm bekommen. Schweigegeld? Ja. Und haben Sie beobachtet, wie er auch der Frau Taden an den Po gefasst hat? Nein, beobachtet habe ich nicht mehr. Ich war dann auch weg. Ich habe dann gekündigt selber. Okay. Ich habe das Geld genommen, gekündigt, war weg. Aber mir wurde das Ganze dann noch hinterher erzählt. Ich gehe mal davon aus, die Frau Müller hat Sie angerufen und die hat Ihnen das Ganze erzählt dann wahrscheinlich, ne? Vielen Dank. Wenn Sie wollen, würden Sie sich noch einen Moment... Nee, ich muss weiter. Behalten Sie bitte das Geld. Ich will es auch gar nicht mehr mitnehmen. Ich komme gerne morgen noch mal wieder, mache eine Aussage, aber ich... Super, super. Ich nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, ja? Sehr gerne. Dann hoffe ich mal, dass da wirklich was passiert. Hat uns sehr geholfen. Ja, danke. Gerne. Ich habe ja so ein bisschen schon mitbekommen. Das ist auch... Genau das, was ich so gehört habe. Herr Renner, wissen Sie, was das ist? Da ist so eine Ahnung eventuell, ja. Das Geld hat mir gerade eine Ihrer Angestellten vorbeigebracht. Die Frau Müller hat die Frau Weber angerufen. Die hat gesagt, was da heute passiert ist. Natürlich hat das was damit zu tun. Ich weiß nicht, aus welchem Kaiserreich Sie entflohen sind, aber Sie da meinen, jede Frau, ja, ungehindert angrapschen zu können, wie Sie wollen. Und wenn die da mit der Polizei droht, wollen Sie die bezahlen. Ja, gucken Sie sich doch Frau Weber doch mal an, Mensch, wie exponiert die da rumläuft. Die will doch, dass ihr jeder auf den Hintern guckt.
Die legt's ja drauf an. Also wie gesagt, das war wirklich ein kleiner Spaß, dass sie das so ernst genommen hat. Ja, mein Gott, okay. Wisst ihr was? Ich hab gedacht, die Dinosaurier wären ausgestorben. Aber offenbar nicht. Mensch. Also so ein Unrechtsbewusstsein haben sie auch überhaupt gar nicht, ne? Wissen Sie, ich liebe meine Frau. Wissen Sie, was Schönes? Und was Schönes? Man im Büro mal macht, da macht man mal einen Scherz, da macht man mal einen Spaß und dann ist das so. Wissen Sie, was das Schöne ist? Ich will mir Ihre Ausreden noch gar nicht anhören. Wissen Sie, was das Schöne ist? Ich würde sagen, wir nehmen von ihm auch mal DNA. Das war der nächste Punkt. Weil dann können wir nämlich doch mal schauen, ob Sie nicht was damit zu tun haben. Womit? Wer hat was ausgefressen bei uns? Womit? Das sage ich Ihnen. Haben Sie nicht zugehört vorhin, was mein Kollege erzählt hat, was heute vorgefallen ist? Bei der Frau Taden hat jemand hier auf die Tastatur drauf gespritzt, sich noch ein Lackfoto von ihr hingelegt, ein präpariertes. Aber und da kriegen Sie nicht. Ich doch nicht in Frage. Die Geschichte kriegen Sie nicht mit ein bisschen Geld bezahlt. Das war im Prinzip, sie hat ja gekündigt, ich habe ihr noch einen neuen Job beschafft. Das war vielleicht eine Vorauszahlung auf das Weihnachtsgeld, was ihr dadurch entgangen ist. Was ist das für ein chauvinistischer Betrieb bei Ihnen? Am besten stellen Sie nur noch Männer an. Also es hält doch keine Frau bei Ihnen aus. Also ich glaube, wir werden Ihren Betrieb auch mal melden. Halte ich für eine ziemlich gute Idee. Den Beamten entgeht nicht, dass der 31-jährige Sohn bereits sehr lange verschwunden ist. Als Stefan Sendera nachschaut, trifft den Polizeioberkommissar fast der Schlag. Mein Gott, was machst du denn da? Komm, gib mir das. Ich mach dir die Hose hoch. Ja, Finger aus der Tasche. So, und hey, Reißverschluss machst du dir mal bitte auch zu, anständig. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich sagte, ich habe hier einiges auf der Wache erlebt, ne? Aber so eine Sauerei, das geht überhaupt nicht. So, du setzt dich jetzt dahin. Was hast du gemacht? Die Finger bleiben dann hier, am besten auf der Tischkante, oberhalb der Tischkante. Fass sie nicht mehr an die Butz. Jonas. Komm mal bitte raus. Sie haben einen Sohn als Früchtchen, das sage ich Ihnen. Sag mal, was ist los? Was ist passiert? Da beschmiert oder was? Hä? Beschmiert die Toilette? Mit beschmiert wäre ja noch schön gewesen. Ja. Ich geh grad da rein. Da steht er da mit der runtergelassenen Hose. Ernsthaft? Mit der Hand hält er hier seinen Schwengel und ist am Onanieren. Nicht wirklich. Einfach so? Nicht einfach so, der hat ja eine Vorlage gehabt. Wieder mal? Also der Typ von ihr? Aber du musst mir jetzt eins versprechen, du darfst dich jetzt aber nicht aufregen, ne? Der hat gerade Fotos von dir gemacht, als wir da gesessen haben. Ist ein Spaß, oder? Nee. Bist du sicher? Ja, auf dich. Alter, sag mal, geht's noch? Hey! Was ist denn los mit dir? Komm mal hoch! Hey, ist gut. Alter, sag mal, geht's noch? Der Sohn von Herr Remmer, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einer Aktion habe ich nicht gerechnet, vor Polizeiwache sowas abzuziehen mit einem Polizeibeamten oder einer Polizeibeamtin, dass es mich dann auch noch trifft, kann passieren, okay, das Berufsrisiko, aber also auch da bin ich immer aus der Haut gefahren und ja, da muss man dann auch erstmal kurz runterfahren und einmal tief durchatmen, bevor man realisiert, was los ist. Am Ende wird er jetzt die Konsequenzen strafrechtlich auch dafür tragen müssen. Was sind Sie für eine kranke Familie? Was ist denn los, Jonas? Oh, das wolltest du doch gar nicht. Bitte. Bestimmt nicht in dem Haus, wo der Vater hier die Butterbrote mit Sexismus schmiert, ne? Ihr Sohn, ja, da fällt der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm. Ja, ich erwisch den hier gerade wild onanierend auf das Bild meiner Kollegin. Nein. Sowas geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Das muss ich mal vorstellen. Im Haus hier, in unseren eigenen vier Wänden, ja, bei der Polizei, da wichst er hier auf die Polizei. Auf die Kollegin? Wollen Sie mich verarschen? Peinlich, nee, das ist mega peinlich. Der braucht ganz schön einen Therapeuten. Das müssen wir Ihnen wohl nicht erklären, oder? Entschuldigen Sie, ich mache mal einen lockeren Witz, ja. Aber das geht zu weit. Die späteren Ermittlungen haben ergeben, dass der 31-Jährige auch für die Verschmutzung am Arbeitsplatz verantwortlich war. Er bekommt Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Basis und Sachbeschädigung.